Hallo und herzlich willkommen zurück bei Secret Files der Tunguska. Ja, wir haben in der letzten Folge hier aufgehört und wollten mit unserem neuen Freund sprechen aus dem Museum. Oder wollten wir mit dem Bob? Nee, wir wollten mit dem Bob, glaube ich, sprechen oder wie er hieß. Hier habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch nicht geguckt, ob es hier noch irgendwas gibt, aber es gibt hier auch wirklich nichts anderes. Schauen wir mal, ob der eventuell hinten drin ist. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Mit ihm wollten wir gar nicht sprechen. Ich muss nochmal zurück hier. Wir wollten tatsächlich mit dem einen, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der in dem Büro saß, sprechen, weil der meinte ja, dass er abends erst wieder da sein wird. Na, Name steht jetzt hier nicht an der Tür. Hallo, kann ich kurz stören? Sie stören nicht, ganz im Gegenteil. Hat sich Ihr Vater gemeldet? Nein, leider nicht. Und ich bin gestern Nacht auch noch überfallen worden. Überfallen? Ist Ihnen was passiert? Nein, keine Sorge. Aber da muss es ja wohl doch um einiges gehen. Haben Sie wirklich keine Ahnung, was das sein könnte? Nein, ich... Er war in den letzten Tagen etwas gestresst, aber das kam bei ihm schon mal vor. Im Nachhinein könnte man dann natürlich alles Mögliche reininterpretieren. Aber wirklich auffällig... Nein, eigentlich nicht. Schade. Sie haben mir doch gestern Abend Hilfe angeboten. Gilt dieses Angebot noch? Aber selbstverständlich. Ich heiße übrigens Max. Nina, aber das wissen Sie. Das weißt du ja. Also, dann schieß mal los. Max heißt er. Ich hoffe, das kann ich mir jetzt endlich mal merken. Ich habe in den letzten Stunden mehrmals was von Tunguska gehört. Weißt du was darüber? Meinst du die Tunguska-Katastrophe von 1908? Ja, kann schon sein. Anfang des letzten Jahrhunderts ist da etwas explodiert. Die Zerstörung soll enorm gewesen sein, aber man weiß bis heute nicht genau, was damals wirklich geschehen ist. Dein Vater war doch früher mal auf einer Expedition in Tunguska. Du müsstest das doch eigentlich wissen. Wir haben nie viel über das gesprochen, was er früher gemacht hat. Nach dem Tod meiner Mutter wollte er nicht mehr über seine Arbeit in Russland sprechen. Oh, das wusste ich nicht. Tut mir leid. Schon okay. Ist lange her. Sie ist damals bei einem Autounfall gestorben. Kurze Zeit später sind wir dann nach Deutschland gekommen. Ich glaube, mein Vater wollte damals einfach alles hinter sich lassen. Und dein Vater hat nie mehr von seiner Arbeit in Russland gesprochen? Hast du denn nie nachgefragt? Nein. Er hat mich einmal gebeten, dies nicht zu tun. Und ich habe mich daran gehalten. Auch wenn ich manchmal schon neugierig war. Naja, ein bisschen was kann ich wohl noch zusammenkriegen. Also... 1908 ist ein bis heute unbekanntes Objekt über der sibirischen Taiga abgestürzt. Durch die enorme Druckwelle und eine gewaltige Feuerwand wurde ein riesiges Areal völlig zerstört. Die dort lebenden Hirten, die sogenannten Ewenken, wurden mitsamt ihrem Vieh durch die Luft geschleudert oder verbrannten. Es gab kaum überlebende Zeugen. Es wurden dann zahlreiche Expeditionen unternommen, um der Ursache dieser Katastrophe auf die Spur zu kommen. Aber trotz aller Anstrengungen konnten vor Ort keine Hinweise gefunden werden. Und so entstanden im Lauf der Zeit zahlreiche Theorien, angefangen vom Absturz eines Meteoriten, über das Auftreten einer unbekannten Energie, bis hin zur Explosion eines Raumschiffs. Das ist alles, was mir spontan zu dem Thema einfällt. Aber ich habe im Archiv noch irgendwo ein paar Artikel über das Tunguska-Phänomen rumliegen. Soll ich die mal holen? Ja, das wäre lieb. Dieser Oleg hat's erwähnt. Und ich habe eine Mail meines Vaters an ihn gelesen. Da stand auch was davon drin. Vielleicht bringt mich das ja weiter. Okay, ich muss hier noch ein paar Kleinigkeiten regeln. Dann werde ich mich mal im Archiv umsehen. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch ein paar andere Fragen. Eddie hat gestern Abend irgendwas von seltsamen Gestalten in schwarzen Roben gebrabbelt. Gestern habe ich ihn nicht so richtig ernst genommen, weil seine Ausführungen etwas, sagen wir, seltsam klangen. Aber ich habe heute mit einem kleinen Mädchen gesprochen, die gestern Abend was Ähnliches beobachtet hat. Sie hat sogar ein Foto von diesen Kuttenträgern gemacht. Leider ist nicht viel darauf zu erkennen, aber ich sollte auf jeden Fall noch einmal mit Eddie sprechen. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Nein, keine Ahnung. Ich habe ihn schon den ganzen Tag über nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo verkrochen und versucht, das Ganze zu verarbeiten. Du meinst, er trinkt wieder? Ich befürchte, ja. Es sei denn... Es sei denn was? Ach, nichts. Nichts? Rück schon raus mit der Sprache. Naja, wenn diese seltsamen Männer in Schwarz bemerkt haben, dass er sie beobachtet hat... Du meinst, sie sind zurückgekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß derzeit überhaupt nicht, was hier eigentlich passiert. Tja, da haben wir beide ja einiges gemeinsam. Diesen Zettel habe ich in den Unterlagen meines Vaters gefunden. Sagt dir das was? LA 60 AK 19 AL.
Hört sich an wie eines unserer Ausstellungsstücke. Was soll damit sein? Keine Ahnung. Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. So spontan leider nicht, aber ich kann das gute Stück ja mal holen. Der Zettel mit der Beschreibung des Diadems fehlt, aber den hast du dann wohl gerade in der Hand. Mehr weiß ich darüber leider auch nicht. Vielen Dank. Kann ich mir das mal in Ruhe anschauen? Klar, aber vergiss bitte nicht, das später wieder zurückzulegen. Dein Vater reißt mir sonst nämlich den Kopf ab. Wenn er das noch kann. Hey, hör auf mit solchen Gedanken. Wir werden ihn schon finden, versprochen. Ja, hoffentlich. Es muss einen wichtigen Grund geben, dass mein Vater den Zettel mit der Beschreibung des Diadems zu Hause aufbewahrt hat. Aber welchen? Und was ist das mit der wahren Prinzessin? Er hat mich manchmal so genannt. Ob das irgendeine Nachricht ist, mit der ich was anfangen können sollte? Denk nach, Nina. Und denk schnell. Sagt dir der Name Oleg Kamborski was? Kamborski? Oleg Kamborski? Nein, gar nichts. Sollte es? Das weiß ich leider auch nicht so genau. Okay, der Typ hieß Oleg, nicht Olaf. Aber die ersten zwei Buchstaben stimmen zumindest schon mal. Diese Sachen über Tunguska aus dem Archiv. Ja, werde mich sofort auf den Weg machen. Kann aber etwas dauern, bis ich mich durch die Unterlagen gewühlt habe. Kein Problem, ich werde hier warten. Oh, das ist aber schön. Dann dürfen wir uns hier auch mal was umsehen. Ja, dürfen wir. Sehr gut. Das werden wir auch direkt mal machen. Ich hoffe, dass wir auch genug Zeit haben, wirklich alles anzusehen. Oder wir können wir ja gar nichts machen. Doch. Wenn auch nicht viel. Mal sehen, was wir da so finden. Oh. Schön. Gift. Also Säure. Säureflasche und Gipstüte. Das Schild ist nicht mehr lesbar. Wenn ich nach den Totenkopf und sonstigen Symbolen gehe, scheint das Zeug aber extrem ätzend zu sein. Trockengips. Da steht drauf, er soll mit Wasser und Pflanzenöl angerührt werden, um die optimale Konsistenz zu erreichen. Scheiße. Da fällt mir ein, ich muss von der Aloe Vera nochmal was abmachen. Sieht irgendwie bedrohlich aus. Das rote Auge auf dem Totempfahl scheint mich zu beobachten, egal wo ich stehe. Ich glaube zwar nicht an Magie und so ein Zeugs, aber unheimlich ist es mir trotzdem. Wenn ich Sachen aus Max' Büro klaue, wird er mir wohl kaum noch weiterhelfen. Aber dieses rote Auge auf dem Totempfahl, das mich die ganze Zeit anstarrt, macht mich echt wahnsinnig. Leider schaffe ich es nur bei Männern, ihnen die Augen auszukratzen. Aber das Auge hat es jetzt nicht mitgenommen. Wenn ich Sachen aus... Na toll. Ja, ansonsten können wir jetzt hier leider nichts mehr anklicken. Ich würde aber gerne nochmal... Kann ich nicht mehr mitnehmen? Eine Aloe Vera Pflanze. Für die Haut ab 40. Okay, also da meinen die wahrscheinlich doch anderes Öl, was damit zusammengemischt werden soll. So, ich wollte gerade sagen, hier haben wir nämlich auch noch nicht ein Glaskolben geklickt. Können wir den mitnehmen? Sehr schön, die benutzt er wahrscheinlich immer noch nicht. Ja, habe ich mir schon gedacht. Das haben wir alles schon angeklickt. Nur wer weiß, ob wir nicht... Jetzt ist mein Mauszeiger gerade im rechten Bildschirm hängen geblieben. Wer weiß, ob wir nicht irgendwo was vergessen haben? Heizungsventil? Mit dem Ventil kann man die Heizung bei Bedarf entlüften. Okay. Ich würde ja sagen, machen wir es doch. Wenn ich das Ventil jetzt aufdrehe, saue ich hier den ganzen Boden ein. Ja, das weiß ich, aber... Das Foto hatte ich mir noch angeguckt, oder? Rahmen und Glas sind völlig zersplittert. Und das Foto wurde in der Mitte durchgerissen. Oder auch nicht. Ein Foto von Papa auf einer seiner Expeditionen. Auf der Rückseite steht 1958, Wladimir Kalenko und... Ich kenne das Foto, aber wer war nochmal der andere Typ auf dem Bild? Und warum wurde das Foto zerrissen? Ich werde es mal in mein Tagebuch kleben. Vielleicht hat das Bild irgendeine besondere Bedeutung. Tunguska Max Lauschangriff. Ach so, das war das mit dem Telefongespräch. Ein Foto von Ninas Vater auf einer Expedition. Okay.
So ein Tagebuch ist natürlich nicht schlecht. Ich fand das auch immer cool, hätte ich auch mal gerne gemacht, so ein Tagebuch zu machen, um alle wichtigen Informationen da drin festzuhalten und irgendwo auf Abenteuerreise zu gehen. Fände ich ziemlich cool. Mal schauen, ob der Typ wieder da ist. Nein, ist er natürlich nicht. Hier geht es aber auch nicht weiter, ne? Egal wie weit ich da. Geht es nicht weiter. Ein Glaskolben. Ja. Kann ich Säure reinmachen? Hab ich Säure reingemacht? Die Frage ist nur, was bringt mir das jetzt? Ich könnte Porzellan mit Wasser mischen, genau. Den Zement mit Wasser mischen. Kit in Porzellanschale. Mit dem Hoffentlich weiß ich Diadem. genau, was ich da tue. Das Diadem ist jetzt jedenfalls nahezu jeglicher Schönheit beraubt. Ups. In dem Diadem fehlen drei Steine. So sieht es eher unscheinbar aus. Trotzdem scheint es meinem Vater sehr wichtig zu sein. Ich sollte herausfinden, warum. Drei Steine, okay. Also keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade. Oh. Ich werde den Stein mal in die Säure legen. Mal sehen, wie er reagiert. Die Säure scheint ganze Arbeit zu leisten. Der Stein zersetzt sich langsam. Ich Mist. sollte ihn nur rechtzeitig wieder aus der Säure nehmen, sonst ist dieser undefinierbare Einschluss auch gleich mit weggeätzt. Ah. Das Licht bricht sich tausendfach in dem Amethysten. Der ist wunderschön. Keine Ahnung, warum mein Vater ihn nicht schon längst aus seiner hässlichen Steinhülle befreit hat. Kann man das denn? Ja, so müsste es Ja. halten. Ja, perfekt. Da müssen wir die anderen zwei Steine wohl auch noch finden. Und die Säure und alles ist jetzt auch weg. Wir haben schon wieder ein sehr übersichtliches Inventar. Mal gucken, ob der Typ jetzt mittlerweile zurückgekommen ist. Immer noch nicht. Was braucht er denn hier so lange? Oder müssen wir dem jetzt hinterher in die tiefen Weiten der Archive hinterhergehen? Mein Vater war ja noch nie. Okay, ich dachte, das kann man sich vielleicht doch nochmal angucken. So, also hier ist er auf jeden Fall auch nicht. Ich könnte jetzt natürlich theoretisch wegfahren und wieder herkommen. Das fände ich dann aber wieder doof. Und ich denke mal, dass das auch nicht so gewollt ist. Ich schreck mich ja irgendwie jedes Mal wieder aufs Neue, wenn dieser komische T-Rex da im Hintergrund angelaufen kommt. So, hier kommt keiner. Und hier konnte man auch nichts anklicken. Das sind nur die gleichen Sachen wie vorher auch. Okay. Er hat zwar gesagt, er braucht lange, aber er hat nicht gesagt, wie lange er braucht. Hier ist auch nichts Neues. Kann man auch nicht. Ich denke, ich habe hier noch zu tun. Ja, ich würde ja gerne auf den Typen warten, aber der kriegt es ja irgendwie nicht auf die Reihe. Ich weiß auch nicht, der kommt hier nicht wieder. Und da kann ich auch nur. Lampe? Sie bringt ein wenig Licht ins Dunkel. Die lasse ich besser an, sonst kann ich hier drin gar nichts mehr sehen. Okay. Aber ansonsten habe ich ja nichts, wo ich irgendwie draufklicken kann oder so. Und der Typ kommt ja nicht wieder. Wenn ich Sachen aus Max Büro. Ja, ich weiß. Der ist bereits geplündert. Ja, weiß ich Äußerlich auch. macht er einen ganz normalen Eindruck, aber innerlich ist er eiskalt. Genau wie die Männer. Ja, das Problem ist, dass ich jetzt im Moment aber nichts mehr machen kann und jetzt auf diesen blöden Heini da warten muss. Wen soll ich anrufen? Das weiß ich noch nicht so genau. Mit der Maske kann ich ja auch
Die Farbe passt nicht. Keiner der ursprünglichen Edelsteine war blau. Okay. Ich glaube nicht, dass eine gelbe Scherbe als Diamant, Rubin oder Smaragd durchgehen würde. Da müsste mein Vater schon extrem farbenblind sein. Okay, verstehe. Und irgendwie verstehe ich auch wieder nichts. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Vielleicht können wir hier nochmal reingucken. Mit Ausnahme von diesem Olle. Nee, da können wir nicht reingucken. Das Ding hat allen möglichen Schnickschnack. Man kann damit... Ja, das wissen wir auch alles. Das kann ich da nicht dran machen. Aber ich denke mal, es wird irgendwas da. Noch sind nicht alle drei Steine durch billige Imitate ersetzt. Ich muss mir was einfallen lassen, wie ich das Diadem wieder komplettieren kann. Wenn die sich das aufsetzt? Ich glaube nicht, dass ich durch das Tragen des Diadems der Erleuchtung näher komme. Ja, vielleicht doch. Wir sind hier in einem Adventure drin. Also da geht normalerweise alles. Das Problem ist, dass ich jetzt nicht weiß, ob ich hier irgendwas machen muss oder ob ich jetzt wirklich auf den Typen warten muss. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass ich jetzt nur warten muss, sondern da wird wahrscheinlich dann irgendetwas sein. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das Ding funktioniert. Ja, ich weiß es doch. Aber man kann ja trotzdem mal ein bisschen rumprobieren. Das geht auch nicht. Hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert. Ja, da ich jetzt im Moment, wie gesagt, nicht weiß, ob ich jetzt wirklich hier nur warten muss, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, oder noch irgendwas machen muss. Ich gucke hier nochmal kurz rein. Mitnehmen will ich die nicht und ansonsten... Ja, und hier kann ich... Kann man das hier benutzen oder so? Auch nicht, ne? Das Handy, keine Ahnung. Also das wird auf jeden Fall definitiv auch noch ein Rätsel sein, dass man die komplett durcheinander wirbeln muss. Aber irgendwie funktioniert das ja nicht. Hier scheint eine Münze zu fehlen. Ja, so weit war ich ja schon. Hier scheint eine Münze. Hier scheint eine. Aber man kann nicht schieben und nix. Ich kann überall draufklicken. Will ich die. Das bringt mir jetzt aber auch nichts. Und den Zettel haben wir ja schon gelesen. Ja, dann würde ich erstmal sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen. Ich weiß nämlich nicht, wann der Bursche hier wieder auftaucht. Max hieß er, glaube ich. Ich gehe jetzt noch einmal zurück in sein Büro. Ich kann ihn ja sonst nirgendwo finden. Und habe absolut keine Ahnung, wo diese Archive sind. Deswegen, wie gesagt, mache ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut, damit die Folge auch nicht zu lange wird. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn Max hoffentlich wieder zurückkommt. Ich hoffe, er kommt zurück. Ich hoffe, dass er nicht irgendwie dabei jetzt verschwindet oder so. Das würde mir nämlich jetzt auch noch einfallen, dass er jetzt der Nächste ist. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und... Freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.